Ein herzliches Willkommen zurück zur Folge 17 oder Folge 18 sind wir schon. Transimbert 4, der Danny spielt das. Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal wieder, endlich mal wieder ein Szenario. In letzter Zeit habe ich ja viel Sandbox gespielt, also freies Spiel. Und ich würde sagen, wir machen heute mal ein Szenario mit der BR-193 in Vectron. Und zwar auf der Strecke Riesa Dresden, Dresden Riesa. Und zwar das Szenario Schotterboogie. Da die Strecke über nach, ja, ist das jetzt deutsch oder verschrieben? Na egal, da die Strecke über nach Elsterweder wegen Wartungsarbeiten gesperrt ist, müssen die Züge einen Umweg fahren, um in Riesa anzukommen. Wenn ich würde sagen, das machen wir heute. Und ihr habt das vielleicht schon bei dem Kollegen Felix der Weise gesehen. Der ist ja mit seiner Vectron stecken geblieben. Ich möchte mal gucken, ob ich das heute besser hinbekomme als der Gute. Der ist ja leider mit seiner Vectron nachher im Szenario stecken geblieben. Guten Abend, Lokführer. Sie machen heute Abend einen kleinen Umweg. Fahren Sie nach Niederau, bevor Sie in Riesa ankommen. Ja, das werden wir versuchen. Also wie gesagt, der Kollege, YouTube-Kollege Felix der Weise ist leider stecken geblieben mit seiner Vectron und konnte da leider irgendwie nicht mehr losfahren. Also er hat an die Waggons angekuppelt, ist einmal rumgefahren und musste dann auch die Führerstände wechseln und er kam dann halt nicht mehr vorwärts, beziehungsweise die Lok hat sich nicht mehr in Bewegung gesetzt. Warum auch immer. Die AFB müssen wir noch einstellen. AFB. Und das Ganze auf 40. AFB. So, da kommt schon der Hamsterbacke reingefahren. So, das müssen wir noch. Das machen wir mal auf dunkel. Dann machen wir natürlich die Zugsicherungssysteme an. Das gehört sicher so. So, dann müssen wir mal kurz schauen, ob wir die Zugspitzensignale eingeschaltet haben. Das ist ja auch eine Weile. Das haben wir. Ist ja auch immer so eine Sache bei dem Zug bzw. bei der Lok, dass das nicht immer so will. Aber das ist jetzt eigentlich, sieht das gut aus. Ich würde sagen, dann machen wir noch glatt ein Foto. So, dann müssen wir jetzt noch auf die Freigabe des Signals warten, bevor wir dann losfahren können. Sollten soweit eigentlich alles eingestellt haben. Zugsicherungssysteme haben wir eingestellt, AFB haben wir eingestellt, Zugspitzensignale haben wir eingestellt, Richtungswende ist nach vorne gestellt, der Bremsschlüssel bzw. der Bremsschlüssel ist aktiv, Bremse ist angeschlossen, dann können wir eigentlich losfahren, warten nur noch, wie gesagt, und schon ist das Signal umgesprungen und wir können losfahren, das heißt, wir lösen die Bremse. So. Naja. Auf geht's. Natürlich noch die Bremse lösen, das ist ja auch noch so eine Sache. Jetzt geht's nämlich gar nicht vorwärts. So. Bin mal gespannt, ob wir jetzt ein bisschen aufschalten noch. Sollten wir eigentlich vorwärts kommen? Wie gesagt, wir haben ziemlich was am Haken. Ich möchte das ja mal zeigen. Also schon einiges. Und da dauert es natürlich. Jetzt erstmal ein bisschen Zugbeeinflussung. Rein. Aber natürlich ein bisschen Gewicht hier am Haken und dann dauert das natürlich, bis sie sich in Bewegung setzt. So, 40 fürs Erste. So, das ist heute der Plan hier. Liefer. Weiß ich. Also es ist einiges. Also meiste haben wir eigentlich an irgendwelchen Einstellungen, die wir an der Lok vorzunehmen haben, wie ihr seht. Das ist die meiste Aufgabe, die wir haben, ist Zug aufrüsten und Zug abrüsten. Ihr seht's, bevor wir dann irgendwann in Riesa ankommen. So, 40 nach wie vor.
Und wie gesagt, Felix der Weise ist dann dort stecken geblieben, als er die Lok umgesetzt hat und die Führerstände gewechselt hat. Und ich weiß nicht genau, aber hier steht auch in der Szenariobeschreibung, man soll die Bremse dann auf Vollbremsung stellen und den Führerstand wechseln. Da frage ich mich natürlich, ist das alles so korrekt? Weil wenn man die auf Vollbremsung stellt im anderen Führerstand, ist das nicht zwangsläufig dann so, dass die Lok nicht losfährt? Aber das ist nur meine Meinung. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Also wie gesagt, ich werde es ausprobieren und so, wir haben hier natürlich auch einiges an Steigung, wie ihr seht, 0,9%. Deshalb kommen wir auch so ein bisschen schwer aus der. Wir sollten auch mal, ne, das bestätigen. Dann kommen wir auch weiter voran hier. So. Das habe ich jetzt, das war jetzt mein Fehler. Natürlich muss man die AFB auch bestätigen, sonst funktioniert es nicht. Also ihr seht selber, ne, wie schwer wir es haben, hier überhaupt aus dem Pushen zu kommen. Wir haben schon einiges an Gewicht hier am Haken haben. Ist natürlich die Frage hat sich auch der Felix gestellt, ob es nicht sinnvoller wäre, in diesem Szenario bei der Menge an Waggons, die wir zu ziehen haben, ob es da nicht sinnvoll wäre, eine zweite Lok im Zugverband zu haben, weil es eigentlich auch doch schon ein ganz schönes Gewicht ist. Und wenn man dann hier diese Steigung hat, ja, ist halt immer so die Frage, ob es nicht im Vorbild auch dann weil ich auch zwei Lokomotiven genommen werden. Ob es jetzt Vectron sind oder BR-182, MRCE oder. Ist ja im Prinzip egal, ob es nicht sinnvoll ist, überhaupt dann zwei Loks zu nehmen, bei dem Gewicht und bei der Länge der Waggons, oder bei der Menge der Waggons. Das ist jedenfalls meine Meinung. So, 100, dann gleich 60. Könnten eigentlich gleich auch schon anfangen zu bremsen, weil das habe ich gestern beim Felix auch gesehen, dass der wohl auch wohl rechtzeitig gebremst hat, aber halt nicht rechtzeitig auf die 60 kam und dann halt ja, es eine Zwangsbremsung logischerweise gab. Das heißt, wir bleiben jetzt einfach bei 60. Ich glaube, das machen wir nichts verkehrt. Zugbeeinflussung. Wir sollen sogar auf 55. Das ist natürlich tricky. Das wird jetzt natürlich tricky. So, das haben wir aber geschafft, oder? Das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, da ist das Ziel, über was wir drüber fahren müssen. Wir müssen nebenbei wieder befreien. Das ist gut, das haben wir geschafft. So, dann fahren wir gleich nach Niederau, wenn wir da drüber weg sind. So, jetzt fahren wir nach Niederau. 10 Kilometer. Das dürfen wir eigentlich 60. Fahren wir auf 60. Bestätigen das Ganze. Wir fahren natürlich PZB Zugart U, weil wir ja Güterzug fahren. Hier einige Gleiswechsel vor. Ich glaube, wir fahren noch einen rüber. Nee, doch nicht.
So, 60. 60 nach wie vor. Zwanzig, die dürfen wir sowieso nicht fahren. Was wir jetzt machen könnten, ist auf 100 beschleunigen. Die dürfen wir maximal fahren. So. Der macht es auch schon so lange, so langsam, also die Sonne geht unter. Ja, schon 20 nach 7 im Szenario. Wie gesagt, ich bin echt gespannt, ob ich da wegkomme an der Stelle, wo Felix gestern stecken geblieben ist. Ob ich da wegkomme oder ob das wirklich so ein Szenario-Bug ist, dass man einfach an der Stelle nicht wegkommt, weil der Zug einfach zu schwer ist. Das kann ja alles sein. Und ich will ihm da gar nichts irgendwie unterstellen oder so, um Gottes Willen. Nur es wäre ja natürlich eine Möglichkeit, dass man eben dem anderen Führerstand halt die Bremse nicht auf Vollbremsung stellen darf. Das könnte natürlich sein. Deswegen, das will ich gleich mal ausprobieren und dann, wie gesagt, wenn wir da stecken bleiben, dann ist es sehr wahrscheinlich ein Szenario-Bug. Das wäre durchaus möglich. So 6,7 Kilometer noch, dann sind wir in Niederau. Sollen wir anhalten? Dann sollen wir wahrscheinlich abkoppeln, dann an einem Ort anhalten, dann abrüsten, aufrüsten und so weiter. Genau, und dann sollen wir nämlich wieder an die andere Seite dran fahren. Ihr seht's. Ist mehr aufrüsten und abrüsten als alles andere. Wenn wir das dann gemacht haben, dann sollen wir nach Isar fahren. Also ich bin echt gespannt. Also ihr seht es ja, es ist einiges am Haken. Also da will ich dem Felix gar nicht irgendwie was zu unterstellen. Also es kann durchaus möglich sein, dass man an der Stelle, wo er gestern stecken geblieben ist, einfach nicht mehr wegkommt. Weil er hat ja alles versucht. Aber es ging nichts vorwärts. Das habe ich aber auch schon mal im Szenario gehabt. Ich glaube in Hamburg-Lübeck. Da bin ich mit der BR-112 und ein paar Dostos wollte ich den in der Abstellung parken und ich musste an einem Berg an einem roten Signal anhalten und ja, nachdem das Signal dann auf grün umgesprungen ist, ganz normal wieder losfahren, nichts hat sich getan, ich kam nicht mehr vorwärts, zum Verrecken nicht, ich hab gesandet alles, nichts ging mehr. Die einzige Chance, die vielleicht noch gewesen wäre, was aber im Vorbild absolut unrealistisch ist, ein Stück zurückfahren oder zurückrollen und dann mit Schwung. Aber das kann ja nicht richtig sein. Das ist ja vorbild auch nicht so. Also weiß ich nicht. Das müssen wir gleich nur gucken, dass wir rechtzeitig bremsen. Weil wir jetzt natürlich ordentlich Geschwindigkeit haben.
Und es natürlich dann einige Zeit dauert, bis der Zug dann bremst. Nicht, dass er da irgendwo in einem roten Signal übers rote Signal saust, und das wäre das Schlimmste. Schon mal ein gelbes Vorsignal, deswegen würde ich sagen, wir machen hier schon mal runter 40. Bei einem gelben Vorsignal zieht in der Regel ein rotes Hauptsignal nach sich, und außerdem müssen wir an dem roten, am gelben Vorsignal meistens bei 40 sein. Deswegen werde ich jetzt hier schon mal in die Bremse gehen. Ist es nämlich schon. Beeinflussung. Auf 0. Zugbeeinflussung. So, wieso habe ich denn jetzt keine Leistung mehr? Ach, das hasse ich ja immer, ne? Jetzt stehen wir. Genau das wollte ich eben nicht. Zugbeeinflussung. Jetzt haben wir keine Zwangsbremsung erhalten, sondern sind einfach so stehen geblieben, weil wir die Bremse angezogen hatten. Ach ey, glaub's nicht. Immerhin haben wir Backup, das macht die Sache etwas leichter. So, was haben wir denn jetzt hier auf AfD 40, das passt. So, Zwangsbremsung haben wir nicht erhalten, aber wir sind halt so stehen geblieben, wegen der Bremse. Macht es jetzt auch nicht unbedingt besser. Müssen wir hier mit Sicherheit quittieren? Oder? Nee. Ja, wir sind ja unter der Geschwindigkeit. Da kommt auf jeden Fall das gelbe Vorsignal, da müssen wir auf jeden Fall quittieren. Da müssen wir nämlich gleich eh anhalten. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So. Haben wir. Schon mal aus. Natürlich ordentlich Backup. Das ist natürlich wieder. Ich hasse das hier immer mit Backup. Ich hasse das.
Aber es wirkt. Wir bremsen. Wenn ich nicht ganz auf den Punkt bremse, ist auch egal. Hauptsache, wir fahren nicht über das rote Signal. Zugbeeinflussung. So, unter die 500 Hertz-Magnet kann uns auch nichts anhaben. Wir sind auf jeden Fall unter der Geschwindigkeit. So, würde sagen, also lassen wir uns hier so ein bisschen auf das, den Zielpunkt zurollen oder an den Zielpunkt heran. So, das haben wir soweit geschafft. Entkuppeln Sie den Güterwagen und machen Sie sich bereit, nach hinten zu fahren. Ja, das werden wir tun. Das heißt, wir steigen hier mal aus der Hütte aus. Wenn mein Controller jetzt nicht tut, ist mir auch ein Rätsel. Ist jetzt auch egal. Komm, dann machen wir es halt mit der Maus, beziehungsweise so. So. Ach, was ist das denn jetzt? Da nicht drüber? So, jetzt wohl nicht. Ich kann doch wohl nicht da über die Mauer drüber, oder? Gibt's doch jetzt gar nicht. Glaubst. Ey, gibt's das? Die muss irgendwo aufhören. Mann, 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 Mann. Darf ich jetzt echt außen rumlaufen? Glaubt ihr doch keiner. Also es gibt Sachen hier in dem Spiel, die verstehe ich einfach nicht. Steht ein Hamster und wartet. Weil die hat ja auch rot, stimmt das Signal. Das Gleis hat auch rot. Aber dass man hier von da nicht über die Mauer laufen kann, das ist entschuldige. Naja, lass mal das mal so. Ein. Schließen die Türe. So, das müssen wir. Haben wir jetzt, dürfen wir jetzt weiterfahren? Das dürfen wir, wunderbar. Das heißt, wir lösen hier jetzt wieder sämtliche Bremsen. Haben wir getan. Dann wollen wir mal losfahren. Natürlich noch unter 25 bleiben. Da Befehl 40 drücken. Da kann ich keine Zwangse kassieren.
Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Gut. Zugbeeinflussung. Mal ein bisschen aufschalten. Nicht zu viel. Nicht mal drücken. Ja, bleibt doch stehen. So, stellen Sie die Kombihebel auf aus. So, das sollen wir Trend machen. AFB. AFB. So, das sollen wir Vollbremsung machen. Vollbremsung. Richtungsschalter auf neutral. So, dann will ich jetzt mal die Ladebeleuchtung. Auf Signalbeleuchtung. Nee. Nee. So, jetzt sollen wir den wechseln. Echt gespannt, ob das jetzt funktioniert. Natürlich die Tür zu. So, hinein spaziert. Das ganze Spiel von vorne. Zugspitzensignale. Nee. So. Dann fahren wir erhöhen wir die Leistung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, da hinten ist dann unser Ziel. Und noch hat alles gut funktioniert hier. Solo ist das natürlich kein Problem, da saust die so los. Aber mit so jede Menge Waggons am Haken, das dauert das natürlich seine Zeit. Aber ich würde sagen, jetzt hier für das Rangier machen wir mal die Zugsicherungssysteme aus. Ist easy, oder ist besser, sagen wir mal so.
du hast ausgestellt. So. ECB ist auch aus, oder? So, fahren wir ja wieder auch vorbei. Sag mal, ich habe die doch ausgestellt, ich verstehe es nicht. Oder geht das während der Fahrt nicht? Gibt's doch gar nicht. Wie funktioniert das während der Fahrt nicht? Ich weiß auch nicht. So, dann dürfen wir gleich abermals den Führerstand wechseln. Trend. Vollbremsung, aber das scheint doch daran, die darf man doch auf Vollbremsung stellen und dann losfahren. Okay, dann ist das so. Wieso rollen wir denn? Wieso rollen wir? Ich habe doch Vollbremsung gehabt. Was zum? Nee, sorry, habe ich keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, ich hatte die auf Vollbremsung. Ihr habt es doch gesehen. Warum rollen wir? Naja, wenn euch das Szenario bis hierher gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir aber gar nichts. Das war Schotter Boogie. Aus irgendwelchen Gründen sind wir gerollt. Warum auch immer. Ich hatte das auf Vollbremsung stehen. Ihr habt es mitbekommen. Trotzdem rollen wir. Naja. Ich glaube, dieses Szenario hat irgendwelche Bugs. Ich weiß es nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe. Würde mich freuen, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny. Spielt das. Bye, bye.